In Stereo. In Stereo, genau. Surround bei uns. So, der Stream läuft, Freunde. Jetzt alle wieder benehmen, ja? Jetzt keine rassistischen Witze mehr oder so. Jeder, der muss nochmal aufs Klo gehen und so. Wir wissen Bescheid, wir starten jetzt. Habt ihr gehört, Vögel? Niemand weiß, dass ich wichse und nicht scheiß. Orchester, Surround Sound hier. Hier nehme ich eine Miste, ich finger nicht die Fiste. Budapester, so, Bumsorchester. Okay, das kann ich nicht. Wait, what? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich fahre einfach weiter. Wir starten mit Schinkens Lieblingsmap. It's the Boring Mart. Oder Boring Lart? Keine Ahnung, wie sie das gesagt haben. Im Archiv sind wir, im Archiv. Da ziehe ich direkt mal hier alle Register. Also alle Register. Nimm mal Ella. Ella, Ella. Ella, Ella, Ella. Jetzt haben wir Dr. Watch. Dr. Watch, ja. Oh. Der passt auf. Der hat alles im Blick. Ja. Das ist ein so ein krasser Profi-Kaid, dass der nichts verstromt und sich dann selbst sprengt. Der verstromt nichts, der tötet die Gegner mit den Krallen. Und nur mit den Krallen. Oh, oh. Das hat ihn ich verstehe. Davon. Der steckt sie dem Gegner so ins Gesicht. Ich meine, stell dir das mal vor, du kommst um die Ecke und da kommt dir so Kaid entgegen, ran, wirft so 10 von den Krallen auf dich. Weißt du, so, oh Gott. Ey, jetzt zwei Wochen. Ich komm wieder runter. Der spannt die in so eine Armbrust rein. Oder er verschießt sie mit Nomads Boppelkanone. Oh, das wäre unwitzig. Sacherwürfel. Ich habe Sahnewürfel gelesen. Ich denke, was ist denn Sahnewürfel? Ich kenne Sachertorte, reicht das auch? Ja, das kann ich auch. So, jetzt ziehe ich jetzt mal so eine sexy Rüstung an. Ich hoffe, es ist die hautenge mit den Lederriemen. Nur deine. Achso, nur mal. Ja, nur gut. Ja, ich weiß. Kameraden, Zeit ist gekommen. Nice. Mir würde tatsächlich gerade eine Rede einfallen, die ich fast auswendig kann. Vom Führer? Ja, nee, von Goebbels war das. So, na gut. Alter, aber so auch nur, weil die in Helsing Ultimate vorkommen. Ey, hat noch einen. Daniel, komm mal her zu mir. Guck dir das mal an. Hast du ein Zoom-Visier auf deiner Waffe? Guck mal hier so durch, da kannst du bis in den Gang gucken. Und der wird dich nie im Leben sehen, der Gegner. Cool. Und jetzt gleich, puff, Daniel tot. Nein! Macht der da eigentlich alles alleine? Oder? Ah, das sind bei mir, beides sind bei mir, beides. Wow. Ich hab den Sahnewürfel. Nice. Und ich hab auch noch einen. Ich hab niemanden. Aber du hast den Winkel. Ich auch nicht. Der Winkel ist abartig, oder? Jetzt mal ehrlich. Ich meine, wer soll dich denn sehen? Das ist voll witzig. Ja, auf jeden Fall nicht. Ich hab's gerade so zufällig gesehen. Ich so, what the fuck? So, was ist da los? Finde ich übrigens auch geil. Wenn du dich mit Tachanka in Garage auf eine Kiste stellst, kannst du Yellow Stairs so die Granaten entschießen, dass es die Treppe hochfliegt, ums Eck. Das ist ja voll witzig. Ach, der nimmt Kaid? Ja, dann brauche ich Bennett nicht. Nehmt beides. Dr. Watch hat's einfach alles hier im Griff, Alter. Wir brauchen uns nur von ihm carryen lassen. Ja. Skif hat zwar mehr, aber pscht. Ich hab einen Assist noch mehr. Oder der Daniel carried uns. Wir gucken mal. Apropos Igel, was hast du gekillt gehabt? Das hatte ich angeschossen. Boah, ich weiß gar nicht, was das war. Ich hab nur den Kopf gesehen und dachte, wir schießen mal. So, Igel, komm mal zu mir.
Bist ja du. Da. Ja, hier, in der Kiste. So, was? Guck mal, ob du hier mit hochkommst. Sollte reichen vom Platz, jo. Dann kannst du wirklich hier auf die Yellow Stairs schießen. Ah, das war zu hoch. Scheiße, wieso klappt das jetzt nicht? Ah, war das überhaupt da oder war das da gewesen sein? Muss da gewesen sein. Wenn du mich verbrennst, dann diegel ich dich. Ja, Yellow Stairs. Hast du es getroffen? Ja, okay, und wenn du die Wand hinten bei Yellow Stairs noch trifft, dann fliegt's ums Eck die Treppe hoch. Das ist ja gar geil. So, weißt du was? Wir haben jetzt hier alles. Eine Wand, Laser, Strom, Feuer. Das haben wir einfach alles hier. Du hast so eine schwule Drohne meinen Laser kaputt. Der Drohne? Dann muss man auf Twitch rein, ne? Nee, die ist ja einfach nur durchgesprungen. Wegen Sprung. Ach so, du bist Aruni. Yes, aber ich werde jetzt hier warten. Dann mache ich gleich wieder an. Dann hat die Drohne ihren Zweck leider nicht erfüllt. Muhaha. Das hat auch nämlich überhaupt nichts gebracht. Das ist schon finster, ne? Nice. Der Sahnewürfel ist tot. Oh, meine Laser sind alle wieder da. Ja, war ja bloß Fettschau. Aua! Fettschau hat mich getötet. Ach, der hat mich da unten gesehen, scheiße. Hinterm Van ist er, hinterm Van ist er ruhig. Au. Daniel, Entschuldigung. Du kannst dich durch Aruni durchschießen. Hab ich gemerkt. Oh, Yellow Stairs oben, guck kleiner. Draußen am Tor ist immer noch einer. Ich werde hier getröckelt. Ach, nein. Oh, Blackbeard. Wie genau muss man die Aruni-Scheißteile eigentlich noch treffen? Relativ. Es sind zwei. Ach. Und da kommt einer Yellow Stairs. Ja. Blackbeard ist hier. Alles weiter. Er alleine. Sie kommt von allen Seiten. Das ist keine Chance. Und da waren meine Fußspuren. Das war das, was ich ja gesehen habe. Hätte mal ein paar Bilder gemacht, statt drauf zu schießen. Ja, ne? Trottel. Ich mag das nicht. Und da ist Igel. Neuer Tab öffnen. Hast du den gewählt, weil du resignierst auf dieser Map? Ja. Okay. Okay. Ihr seid so bescheuert. Ja. Aber dafür nicht einsam. Wir sind gemeinsam bescheuert. Ey, das, weißt du, was wirklich geil ist? Es funktioniert mit Blitz leider erstaunlich oft. Ja. Weil halt alle Angst vor ihm haben. Und dann nervös werden und es irgendwie nicht schaffen. Ja. Sind hier so cool wie ich, weißt du? Vor allem jetzt haben wir zwei Schilder. Was war nicht secure? Also ganz oben und Visa sind sie nicht. Entweder ganz unten oder Garage. Garage sind sie auch nicht. Dann sind sie Serverraum. Ich möchte das nicht. Niemand! Nice try. Oh, Schinken. Ja, was kann ich für dich tun? Du isst ab. Ich geh immer ab, das weißt du. Yes.
Da. Ich bin jedes Mal beeindruckt. Das ist blöd, dass wir jetzt keinen Fuse haben, ey. Der hätte auch ein Schild haben können. Das ist richtig. Oh, warte, ich bin das sogar. Guck, ein C4, glaube ich, hochgeflogen. Thorn. Ihr macht das. Pass auf, Igel, vorne müsste direkt um die Ecke sein. Ich habe leider nichts gesehen, weil irgendwo nicht runtergesmoked hat. Ich bin rückwärts in den Raum gelaufen, ach du Scheiße. Mach die Bahn halt nicht für kranken Scheiß. Ach shit, ich hab den Bütchen da. Das merke ich mir. Ist einer hier, ist einer. Ist das so? Hallo Philipp, guten Abend. Ich habe leider keinen gekillt, ich bin stattdessen rückwärts mit Blitz rückwärts in den Raum gelaufen. Das war schon echt lustig. Boss. Das Spiel ist trash. Report, Griefing. Wo ist denn die Facecam? Nee, bei Rainbow mache ich dir nicht. Da verziehe ich zu sehr das Gesicht. Da siehst du immer, wie er blau anläuft, weil er die Luft anhält. Ja, das muss nicht sein immer. Da habe ich keine Lust drauf. Blitz! Nee, für Alvoron ist es. Rainbow ist das falsche Spiel, weil ich es. Für Alvoron, ja, für Alvoron brauchst du auch keine Facecam, das ist richtig. Auch um die Hässlichkeit zu verstecken. Ich weiß nicht, gerade, weil ich erst 4 Jahre rausgehen, aber. Alter, was? Hey. Alter, was? Schlagen. Daniel, willst du schon wieder auf die Fresse? Ja, krieg ich da gerade, ja. Claudia, ich bin auf deiner Seite. Gib alles. Ich hab was explodieren gehört. Das ist bei Rainbow Six jetzt nicht so selten. Die sind Server unten. Ich will das schon nicht. Schon wieder? Moin. What the fuck? Nice. Das bringt uns richtig viel. Jetzt möchte ich ein Ace von dir sehen. Hast du Lack gesoffen? Mit Blitz? Ich kann dir mal ein Ace zeigen. Warte mal. Da. Achtung, Nisch ist doch im Eingangsbereich. Der zockt gerade Minecraft. Gucken wir genau an. Ferien, Schulen bleiben zu. Und so während Corona auch. Ah, nee, wait. An der Treppe ist jemand, Igel. Na, unten? Ne, ja, also hier auf der Seite war jemand. Ja, hab ich gesehen. Ja. Der hab mich dann auch gekriegt. Alter, mit einem. Ich weiß ja nicht. Ich
Ah, die Führung hat das beendet, weil ich nicht beenden konnte, weil ich zu noobig war. Ist einer, Daniel. Ehrlich? Zwei. Oh! Was? Help! Oh, ich kann warten. Ich hab keine Tabletten mehr, Alter. Ich bin gleich wieder da. Erstmal ein paar Sanity-Pillen nehmen. Oh, hier ist noch das Alibi. Du bist ja mutig, ey, nachladend um die Ecke gehen. Ja. Arena gekommen, oder was? Ja, wollen wir aufs Klo sein. Das ist natürlich jetzt die Warner Dead, das ist scheiße. Und um uns traust du dich? Klatscher Kick. Okay. Das ist kein Fall, guck mal. Oh, schade, schade. Wenigstens einen. Ja. Oh. Ich fühle mich so nützlich. Keine Sorge, aber er hat ihn nur in die Hand geschossen. Das zählt gar nicht. Ah, was ist denn, was ist denn für eine Pussy, nur weil seine Hand weggesprengt wurde oder direkt zusammenbricht? Ja, aber er hat dabei sein schönes Armband verloren. Okay, das geht so weit. Trauert dann. Ja gut, dann spielen wir jetzt mal richtig, ne? Weil Ace... Ach, echt? Okay. Das funktioniert ja mit Blitzlager gar nicht. Da brauche ich was richtig Gutes. Irgendwas, womit ich überzeugen kann. Ich einfach jeden mit aus den Latschen hau. Sledge! Okay. Ach, weißt du was? Ich troll die jetzt mal so ordentlich. Hast noch hingekriegt. Kato. Aber in zwei Runden hat er jetzt schon wieder Dings gespielt gehabt, Kaid. Also ich denke mal, der wird doch mal Kaid haben. Vermutlich. Wir sind in der Garage. Das ist schon mal, ja, und das wird Kaid. Und Bandit. Tschüss. Okay, wir haben kein Fetcher, das ist scheiße. Ich kann aber Granaten drunter reinwerfen. Mit Sledgy. Stimmt, es sei denn, sie haben KI, dann haben wir bei Sledgy, Sledgy, Sledge, Sledge. Genau den. Der hat's ja angetan, der Spruch, der mich damals schon gesagt hat, wo er das erste Mal gespielt hat, ne? Sledgy, Sledgy, Sledge, Sledge. Nein, was es uns damals angetan hatte, war Bio-Gefahrgutbehälter, Bio-Gefahrgutbehälter, Bio-Gefahrgutbehälter. Und der auch, ja, der ist auch sehr, sehr, ist der Klassiker, der Bio-Gefahrgutbehälter. Den müssen wir jetzt auch retten, den Bio-Gefahrgutbehälter. So, vier Fußspuren. Hoffentlich überlebe ich das. Nice! Haben wir hier vorne, Finny müsste können. Hm, was? Heartbreach, jetzt zu spät. Jetzt hängt da was Neues. Ach so. Warte, ich helfe dir bei ihm hier. Wow! Ein Piano ist Bandit. Da hab ich ja Bock drauf jetzt. Ja, mach mal. Wo war der denn da? Zum Gang Richtung Haupteingang. Kann sein, dass er der Toilettenluke bewacht. Ja, Anna betrifft sich gerade mit ihm.
Hab ihn. Nice. Einfach mal die Luke aufgemacht, die Wand aufgemacht. Sledge zu sein ist schon cool. Wieso habt ihr eigentlich erwartet, dass ich die Wand aufmache? Weil Skiff ist doch Ace. Wart ihr nicht zusammen da? Nee. Ach so. Ich hab nen Kill. Geil. Help! Help, Eagle! What? Oi. Ups. Das war ein sehr schönes Ups. Eine böse Waffe. Okay, Assist. Halt's Maul! So. Nice. Nice. Eieiei, es geht wieder los. Es geht wieder los. Alter, das war ein 4K, oder? Weiß ich unmöglich. Nicht. Ja, ich hatte nur einen Kill vorher, man muss ein 4K gewesen sein. Ich weiß, du hast Bennett gekillt, das weiß ich als einziges. Ja, Bennett, dann bin ich runter, dann habe ich den gekillt, dann Mira und Doc, ja. War ein 4K. Nice. Einfach, wo du sagtest, er ist eine Toilette, alles klar, direkt mit dem Hammer durch die Wand. Pff, hallo! Hat ja geklappt. Oh, Sledge habe ich früher gerne gespielt. Das war mit einer meiner Lieblingsoperator, so von den Start-Operatoren, von den Standard-Operatoren. Ja, weil Sledge eigentlich foolproof ist, in der Hinsicht. Bringe mir mein Vibe ein Stück Kuchen. Oh, oh. Wait, was? Nein, oh. Nein, Finger weg. Moment, vom Kuchen? Sie leckt den vorher ab, bevor er ihn kriegt. Ich wollte mich kurz sagen. Also, wenn du magst, mein Schatz, ich liebe dich. Das war. Oh. Ja, die Alternative wäre durchgeschnittene Kehle gewesen. Wow. Das, da muss man erstmal drüber nachdenken, ne? Da weiß ich doch noch nicht, was besser ist, ja. Favela ist auch Kehle durchschneiden. Ja, so irgendwie so ein bisschen, ne? Äh. Oh, dein Crush ist im Gegnerteam, cool. Ha. Huh. Ich sehe das ja anders. Dein Crush. Oh, es ist Peter. Wie hieß der Peter denn? Schluss mit lustig. Ach, schön. Hat Peter Schluss mit lustig? Ja, geh mal dein Crush das Profilbild. Ach, Peter lustig, genau. Super. Peter Schluss mit lustig, ja. Er ist ja mittlerweile auch nicht mehr am Leben. Nee. Und ich hätte tatsächlich als Peter lustig auf meinen Grabstein schreiben lassen, Schluss mit lustig. Ganz ehrlich. Ja. Ja, das war eigentlich ein guter Kerl. Der war wirklich, um Gottes Willen, nein, gar nicht. Also, es gibt ja auch immer dieses Gerücht, was sich immer gehalten hat, dass er angeblich keine Kinder mag. Aber wow. Das stimmt überhaupt nicht. Das war, das hat irgendeiner aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, weißt du, wie sich solche Sachen verbreiten? Ja. Es gibt ja auch diese Aussage von dem Alan Rickman, der den Snape bei Harry Potter gespielt hat, dass er gerne im hohen Alter noch auf der Terrasse sitzen will und immer noch Harry Potter lesen möchte und so. Das hat er nie gesagt. Das war irgendein anderes Zitat, das verdreht wurde. Hm. Wobei das jetzt in dem Fall nichts Schlimmes wäre, ne? Also, Ja, ja. Er hat mich so komisch angeschaut. Ja, ne? Ich hab den Alarm auf Ellas Arsch geworfen, ist voll abgeprallt. Jetzt überlege ich gerade, bin ich nicht Ella? Ja, eben. Wichser.
Hi. Hi. Ich dachte, du wirfst mir das jetzt zu. Ich dachte, du schenkst mir das. Dankeschön. Ich wünsche mir. Den Bewegungsmelder des Schinken her. Mein linker Platz ist frei. Nee, mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir einen Döner herbei. Oh ja, hier oben. Oh. Wir haben Sledge. Ich hab gerade gegessen. Hier bei mir? Ich hatte mit Pizza. Wir sind oben im Turm. Ist nicht mehr lang. Dankeschön. Da ist Alarm. Alarm im Darm? Mhm. Nein, nicht bei dir. Nice. Nice. Noch einen umgeworfen und gemessert. Oh, Entschuldigung, hab mich erschreckt. Von unten kommt Jana. Hallo Ibana. Nein, die hat mich voll gehabt, schade. Oryx ist halt so ein Troll-Operator, ne? Ja. Ich liebe das. Nice, Gief, sehr gut. Hast mich gerecht, so muss das. Aber wie? Jetzt habe ich halt zwei Leute umgeworfen, ey. Aber die Ash schon wieder, ne? Die gucken nie in Ecken. Das machen die einfach nicht. Die springen einfach immer sofort in den Raum. Ja. Was muss die sich erschreckt haben? Jetzt mal ohne Flachs. Auf was habe ich denn jetzt mal Lust? Sag mir doch einer mal. Willst du Kamera spielen? Nee. Mach halt einfach random. Okay. Okay, ich auch. Oh. Gibt Schlimmeres als Doc, hör mal. Gibt doch Schlimmeres als Witchel. Das ist richtig. Das sehe ich eigentlich schon gar nicht als random. Das ist irgendwie... Ne? Na, wer rechnet auch damit? Ja, das ist aber der Punkt, ne? Ich habe auch jetzt... gestern habe ich einen mit Aruni so weggenommen. Also, auf die genau gleiche Weise. Das ist einfach... Oh ja, das war so nice. Kommt mit dem Schild rein, mit dem Rücken zu mir und kriegt dann die Faust in den Rücken. Ja, mein Gott. Dann nenne ich Akupunktur. Mm. Reloading! Hi! Hi! Oh, du hast so ein zackiges Grinsen im Gesicht. Ich dachte mir, der Daniel will das gerne haben. Ich glaube, ich stelle mich nicht nochmal in die gleiche Ecke, das wird nicht nochmal funktionieren. Wow, Alter, was? Die sind oben im Dropper hier oben. Hi. Hi. Die müssten schon im Raum sein, Finny, pass auf. Am Fenster. Hier unten am Gang. Oh! Schade. Oh, fuck, der Fuse!
Ach Gott, ich hab keinen Bock mehr. Schon wieder der. Mhm. Was war das? Daniel hat vorhin meinen Teppich mit Fanta gedreht. Wo macht er denn so? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist der neu? So gut wie? Also kein Jahr alt. Der Daniel, der macht das schon. Okay, also wir sollten ein bisschen auf den, wie hieß der, deinen Crush aufpassen. Weil normalerweise zielt man vor die Wand und nicht gegen die Wand. Hm. Also achtet nur ein bisschen auf die Killkampf von dem Typen. Alles klar. Wird erledigt. Yes. Ich hab nicht vor, mich von dem töten zu lassen. Ach so. Verdammt. Dann müssen wir den halt einfach. Also, wir machen das einfach. Wir erschießen den einfach. Dann kann der uns nicht mehr erschießen. Alter, was ein geiler Plan. Oh, stimmt. Ja, nice. Ey, du bist so ein Genie. Ich weiß, ich weiß. Die sind unten in dem Raum. Ne, die sind da drüben. Ha, Glück für mich, dass ich Marigold hab. Ich bin Lion, ah, ja. Nee. Ach, die sind im Nebenraum. Ich werde das stimmt, ich habe gar nicht auf Random gedrückt. Ich auch nicht, ich habe ihn ausgewählt. Ich wollte Lion so haben, um ihn wie ein Profi zu spielen. Alles klar, das heißt, jetzt geht's direkt los. Na ja, natürlich. Aber ich mache das ein bisschen anders, ich variiere das ein bisschen. Weil es ist ja so, die meisten starten... Ja, oh. Daniel? Egal. Die meisten starten, ich warte kurz und jetzt starten wir es. Was? Es hat funktioniert. Ich hab ja doch vorhin irgendwo was gehört, dass er was aufschlägt. Ja, den habe ich gekillt gerade eben. Das war doch schon, das ist doch schön. Er stand halt immer noch am Fenster, da Idiot. Das gibt's doch nicht. No! Frostfalle! Ich hab Frost ins Gesicht geschossen und Frost lebt noch. Oh. Darum muss ich ihn jetzt leider melden. Nice! Das ist eine Frostfalle direkt vom Schild, Ski. Sah geil aus! Ich denke, wo will er denn hin? Voll gut. Oh, ein Assist für den Igel. So muss das. Wait, die haben die Wand nicht zugemacht. Boah, so klar, da ist der Hirn gewesen. Was macht der denn? Der hat auf irgendwas am Boden geschossen.
Ja, aber ich spiele Favela, ne? Was ich mal gesagt habe. Yes. Favela ist Trash. Yes. Oh, ich will nicht nochmal angreifen. Thanks for the calls. Wer spielt denn mit Calls? Calls sind. Calls ist. Außerdem hat er auch keine gemacht. Hat jemand gepinkt bei dem? Keine Ahnung. Ich glaube, das war Sarkasmus. Warte mal. Ja. Ach, lass einfach random unterlaufen. Ich weiß nicht, wer spielen soll. Okay. Ich meine, was ist denn das von der Reaction bei dem? Für direkt Ping und direkt draufballern oder was? Yes. Calls ist was für Noobs. So ist das richtig. No. Okay. Biohazard of the Sarate. Da steht eine Drohne. Which call do you mean? Ja, gute Frage. Ja, Mute. Ja, machen wir doch unten. Hi, Fawn. Ah, diesmal sind sie jetzt in dem Raum drin. Die machen nämlich zu dem Raum zu, nicht bei außer dem Raum zu. But I have nice mates. Warte mal, ich teamkill den mal eben. Oh, Mann. Oh Gott, da ist jemand unten. Vorsicht. Aruni. Ja. Nee, Melusi. Ja, ist alles dasselbe. No! Ey, Skif, ich hab keinen Bock darauf. Warum hat das funktioniert? Warum hat das funktioniert? Wallhack so der Typ. Wie viele Sterne geben Sie dem Crew? 5 von 5. What? Shit. Hat noch Tür so hinten. Igel, du bist der Letzte. Ich bin das Letzte. Nein. Wieso hat er den Kopfschuss überlebt? Ach, ich hab... Killjam ist auch wieder geil, ey. Ich hab den, glaube ich, noch getroffen, deswegen. Da habe ich das ja drauf geachtet. Ich hab nur einen Doppelkill gesehen von ihm. Fängst du vor Teamkill? Ja, der ist... Ich hab den auch so echt geteamkillt. Oh. So, und da also eigentlich hab ich ihn nur gedownt, tatsächlich. Es war keine Absicht. Weil ich habe auf die Melusi geschossen und der kam durchs Fenster reingeschwängelt mit Amaru. Ja, und dann habe ich halt ihn mitgetroffen, habe ihn gedownt, sie ist weggekommen und hat ihn dann gekillt. Ah, ich verstehe. Aber er kann nicht doch nichts dafür, wenn der Noob ist. Er ist richtig. Dass man sich immer über so fucking Noobs aufregen muss. Hm? Ich hab die Granate nicht lang genug kochen lassen. It's undercooked! Was? It's raw! It's raw, raw, raw! Ja, oh, ist die Lampe ausgegangen. Oh Gott. Geh wieder an, danke. Weißt du, was meine Lieblingsfolge von Hell's Kitchen ist? Welche? Als einer der Köche versucht hat, einer Schwangeren rohes Hühnchen zu servieren. Oh, das haben wir gesehen, das war super. Ja, das haben wir gesehen. Das ist echt Premium gewesen. Die Staffel, die wir jetzt gerade schauen, ja, das ist auch krass. Das ist unfassbar. Das sind solche Noobs, ne? Es ist. Ach. Ich hätte eigentlich Lust, noch eine zu gucken gleich. Ja. Können wir machen. Was heißt denn hier gleich? Ja, relativ, ne?
Also wir gucken immer abends mindestens eine Folge zum Runterkommen. Ja. Mindestens. Zu sehen, wie der Ramsay Leute anschreit, das ist sehr beruhigend. Lässt uns echt entspannen. wie viele Staffel gucken wir jetzt? Die vierte, fünfte? Also. Vierte, glaube ich. Die wir gesehen haben zumindest. Wir gucken die zehnte insgesamt. Ja, genau. Aber wo ist meine Grenze? Hallo. Staffel 10 ist unsere vierte Staffel. Genau. Schalter. Was? Achso, nee. Toiletten sind mir. Ja, ja, also das ist. Ich bin so ein bisschen unschlüssig, weil ich spielen soll heute Abend. Ja, ich auch. Mich kotzt an, dass die App wieder mal nicht funktioniert. La li lu, nur der Mann im Mond schaut zu. Na, hoffentlich nicht. Boah, ich fand das immer gruselig, den Gedanken, ey. Wenn die kleinen Babys miteinander schlafen. Was? Ich hab als Kind Angst vor Mann im Mond gehabt. Ich fand das immer gruselig, dass da oben einer sitzt und mich anstarrt. Ey, nee, das machen wir nicht, Alter. Das sind denn? Schläge. Weil hier die Armstütze runterklappen lassen. Ja. Du redest jetzt von Analsex mit Anlauf. Da bin ich offen für, also mit dir. Ja, natürlich. Aber ich bin der ausführende Part, ja. Ich geh ja schon, Alter. Geh ja schon. Ah, dann geh du. So, bitteschön. Danke. Oh Gott. Die haben USA. Nice. Das war, glaube ich, Kali. Die haben auch Blitz auf jeden Fall, das kann ich schon mal versprechen. Ah, oh, fuck, ey, nicht mal getroffen. Jemand muss zurück zum Raum. Wow, hier oben ist eine Drohne. Okay, Daniel? Kali lebt noch. Die machen die Wand weg und dort oben ist der Drohne. In der Ecke. Direkt durch die... Daniel, hier! Von hier kommt jemand. Boah, ich bin einfach nicht getroffen, ne? Direkt an... Am Loch. Was der Hell ist denn da passiert? Da waren zu viele Leute. Die schwingen sich da einfach rein. Wow. Du bist bei dem Lied mal eingeschlafen, okay. Ich jetzt nicht so. Oh Gott. Nochmal. Oh, ich nehme jetzt aber auch was dagegen. Oh, hast du auf Random gedrückt? Ja. Okay. Ist aber guter Random. Schinken hasst Kapkan. Und ich verstehe nicht warum. Kapkan ist super. Ein dicker, fetter Russe ist. Das reicht aber als Grund. Ja, und? Das ist der beste der drei Russen. Das ist richtig. Der vier Russen, meine ich. Das ist richtig, ja. Die anderen drei Russen sind scheiße. Aber Kapkan ist völlig okay, finde ich. Obwohl Tachanka auch ganz cool ist mittlerweile.
Ich bin auf jeden Fall Capcan, danach Confuse. Danach für mich Capcan und dann noch Glass. Capcan, Fuse, Capcan und Glass. Ja. Der Chunker ist völlig außen vor. Dale hier. Was gut? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin verwirrt. Dankeschön. Bitte. Wo ist denn die Drohne? Haruni haben sie wieder. Die ist irgendwo aufs Dach geschwängelt. Da wollte Jana die Tür aufmachen, dann stand ich zufällig da. Komm Daniel, wir sind zusammen russisch. Ja. Nee. Wir sind beide draußen fett schon und USA. Oh, I, das Feuer! Da geht wieder. Oh! Nice! Ich wusste, wir haben 12. Ich wollte gerade eigentlich wollte ich nur eine Capgun-Falle anbringen, dann sehe ich. Ja, dann los. Aber sind wir ehrlich, die waren dort eh nicht durchgekommen. Ich bin halt genau eine Sekunde vorher bin ich halt oben runtergesprungen, weil ich dachte, den hole ich mir jetzt. Er hat mich geholt. Aber du hast mich gerecht. Ja, natürlich. Wie sich das gehört. Ja, natürlich. Ich verstehe diese random. Aussage jetzt nicht. Ey, ich laufe so random zum Fenster zwischen dem Regalraum rüber und dann gucke ich mir so die Tür an. Auf einmal schlägt da einer genau an der Stelle, wo ich hingucke, das Brett weg. Ich schieß tot. Nice. Hundertprozentig Hacker. Also nicht der, sondern ich. Oh. Das ist wie gestern der eine Schuss vom Voll war einfach durch die Wand. Brrr, Headshot. Igel hält. Oh, Serverraum unten. Und der Alibi habe ich, glaube ich, gesehen. Die Füße davon. Bald Fußfetisch ist, Server. Das ist ein Gojus, ja. Ich muss aber echt sagen, ich bin echt ein bisschen beängstigt um das Goyo-Update, was sie machen werden. Echt? Warum? Weil ich nicht erwarte, dass es gut wird. Die Kanister irgendwo warum? Anbringen und dann wegsprengen können. Klingt doch eigentlich erstmal nicht schlecht. Ja, aber was hast du davon? Das ist eine andere Frage. Es wäre ein schwächerer Tachanka, ne? Das war sogar schlechteres C4. Ja, also da bin ich auch mal tatsächlich gespannt. Also die müssten ihnen dann viel mehr Kanister geben. Damit sich das lohnt. Ja. So 5 Stück oder so mindestens. Weil jetzt aktuell wäre Tachanka einfach um Welten besser in allem. Also. Ich geh mal rein. Was soll ich da sonst immer? Oh! Da ist einer im Bad, wie es scheint. Oh. Finger! Zu spät. Tut mir leid, ich war gerade am Kämpfen.
Kind der Laserpointer her. Und zwar getroffen irgendwie. Ja, komm mal her. Oh, ich bin blind. Wie geht das denn? Du liegst auf dem Boden. Achtung, ich werf eine Granate. Blind? Nee, ich bin nicht mehr blind. Ich war nur komm, kurz wir blind. Komm, wir hauen ab, da haben wir keine Chance. Okay. Ich heal mal ein bisschen. Nice. So, ich geh mal gucken. Rechts rum ist keiner, links rum ist auch keiner. Oh, hä? Wo kommt der jetzt her? Ach, aus dem Raum. Schalter. Ah. Finker, so ein Drecksoperator. Ah, Kavera. Interrogation. Oh, shit. Ganz ehrlich, Finka ist so schlecht, ne? Die Waffe ist so ein Rotz, ey, das gibt's gar nicht. Nee, ich will ihn nicht mehr spielen, ist blöd. Ich mach Schluss mit Finka. Oh, krass. Ja. Oh, dann muss wieder Kaiver um die Ecke kommen. Aber ich hab mich echt gewundert, wo dieser Laserpointer herkommt, ey. Ich hatte, ich weiß nicht, haben wir nicht erst dagegen Vigil uns gebettelt? Oder war es die ganze Zeit der Grujo? Keine Ahnung, wer das war. Jedenfalls, der war so gut wie tot, als er mich getötet hat. Ne, Vigil war es nicht, weil es kam C4 geflogen, zwischenzeitlich. Ach, der hat keinen C4, stimmt. Dann muss es Grujo gewesen sein. Ja. Tatapu, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein cooler Name immer. Der wird's halt. Ja, total. Ja. Der hackt sich jetzt durch. Carried uns. Jetzt so Ace. Genau. Noch ein Ace. Aber aus dem Stand. Ja. Aus der Hüfte durch die Wände. So ist es. Durch feste Wände. Oh, die haben Mozzi. Und zwar sind die sind auch da, die sind im Schalter. Ja, hi Mozzi. Oh nee, Puls, Alter. Ich hasse Puls für seine Geburt. Ritter, genau. Schauen wir uns doch einfach die Gegend an. It's beautiful! Wait for Signal to Turn Green before advancing to Agent. Exakt. Kann ich nicht gut Englischen? Have your passport. Moment, ich muss es mal lesen. Oh. Have your passport or ID ready for the agent. Sehr gut. Ich weiß Bescheid. Ich kann lesen wie eine Eins, ey. Am Heartbreach, der geilste. Ich muss ja ehrlich sagen, seine Erfahrung aus der Schulzeit ist ja, dass die einzigen, die wirklich so gelesen haben, die Lehrer meistens selbst waren. Ja! Ich weiß genau, was du meinst. Daniel, hinten hin und dann kannst du flüsten. Oder du machst so. Dritten. Oh! Ich mach mal die Luke auf, Mädels, ne? Wenn ich jetzt Feuer drauf schieße. Ich mach Granaten rein. Tatapu wurde aus dem Match entfernt. Wahrscheinlich auf Core, zu lange auf Core. Da ist gar keiner. Ist doch traurig. Doch, da muss einer sein, wenn Drohne wird zerschossen. Geh mal unten am Fenster drücken, Mann. Oh, aber nein, im Gang. Oh, komm schon, wenn ich gerade wegguck. Wie? Aua! Noch so brennen. Ach, da ist er. Mist, das geht hier nicht. Scheiße. Also, Chungus ist im Raum auf jeden Fall. Hier müsste gehen. Ja.
Weh, du zerstörst meine Kamera. Ja, ich? Nö, du hast aber ein Schild zerstört, das ist gut. Also, Chunkus ist im Raum drinnen. Oh Gott. Wo? Bye. Ey, ich hab so schlechte Reaktionen. Wo denn? Unten in der Luke, Leute? Ja. Siehst du, ich kann doch noch die HVH-Aufgaben machen, ich Idiot. Ah. Hi, Bot, hier, auf dem Punkt. Hallo, sie! Nice. Und das ist im Raum. Es ist! Vira schießt hier auf irgendwo. Kamera ist noch da. Ey, was? Feuer versus Feuer rechts. Nice. Nice. Alter. Dass der noch so viel eingesteckt hat. Uiuiui. Ja, dickes Bäuchchen. Ah, da ist wieder kein Headshot dabei, war der Hammer. Ich hatte noch vorher schon 100 Mal am Kopf getroffen eigentlich, also theoretisch. Alter, mein Herz. Da Offices, hey. Was ist denn mal gut gegen die olle Klappotsche? Ich kann einfach doch. Random. Oh, ey, ich bin dein Buddy. Yes. Wir sind beides jetzt Franzacken. You're not my buddy, Kumpel. Sind wir beides Schneckenschlürfer, ist das nicht schön? Nice. Der pinke Plug, ja. Ah, die werden auf jeden Fall wieder 100%ig OSA dabei haben. Ja, immer weg in den Dreck. Oh, ich habe eine Rüstung. Rüstung! Zieh sie sofort an. Mit nichts drunter. Geil. Guck mal hier, ich leg die Kamera hier hin. Jetzt pass auf, da ist er nämlich hier Rundumblick mit. Geil. Okay. Da hat's geknallt. Hilfe, Balkon! Komm! Oh nee, warte, ich komm. Geh mal wieder in Deckung. Oh. Oh ja. Hier, warte. Oh. Oh, da. Der will nur ablenken. Mhm. Hier auf dem Gang habe ich was gehört. Ja. Ja, auf der Treppe ist jemand. Oh, Blackbeard, ey, da habe ich ja richtig Bock drauf. Ach, nö. Letzte Runde, kein Bock mehr. Oh, aber Daniel. Du musst mich gar nicht beißen. Auf der Treppe hier neben mir ist. Oh ne, das bist du. Oh Gott, in dem kleinen Office ist Floris. Beim Fenster zwischen Regalraum. Oh, da hinten ist auch einer. Am Ende des Gangs. Okay. Mein Pauchchen sagt, ich muss weiterspielen. Ich hab Blackbeard getötet, das ist sehr gut. Nice.
Es sind zwei hinten in dem Gang. Südosten. Hier bei mir im Raum. Hinter der Wand. Liegt. Jawohl. Tschüss. Nice. Alter, 9 Kills. Das ist nur den einen Knall gehört. So muss das. So ein richtig schöner Knallenschuss noch. Ja. Ich hab kurz überlegt, ob ich es wieder aufheben soll und dann messern soll, aber hinterher geht das schief. Man weiß ja nie. Ja. Nein, tu es nicht! Nein! Mhm. Alter, 600 Renown, wie gut ist denn das? Hey, Patche mit 30%. 7,5, ich drehe mal am Rad hier. Ja. Nö, ich krieg nix. Ich auch nicht mit 7,5. Das war wirklich gut. Das ist immer so lustig, wenn Leute dich ausdrohen, die gehen davon aus, dass du einfach da sitzen bleibst. Der Blackbeard hat mich ausgedroht und ich habe mich dann einfach direkt neben das Fenster gestellt. Und er springt rein und guckt an mir, geht einfach an mir vorbei. Idiot. Die gucken nicht in Ecken, das machen die einfach nicht. Das ist vom Spiel nicht so vorgesehen, in Ecken zu gucken. Na komm, warum sitzt der da? Hm? Damit ich sagen kann. Genau deswegen. Easy. Oh, ich hab High Calibers den schon gekriegt. Müsste ich nicht als nächstes Season geben? Wieso das denn? High Caliber ist doch jetzt? Ja, deswegen ja. Dass man die jetzt halt schon als Dings rauskriegt, aus Battle Packs. Ach so, aber selten, glaube ich mal nicht nur. Das Ding war grün. Selten grün. Logitastisch, okay. Logitastisch. Mhm. Office. Random. Ja, komm, nimm Random. Na gut. Passt. Oh, den nehme ich gerne in Random. Daniel versucht sich immer noch an der Grill-Challenge. Ja. Ich bin vorhin zweimal am Feuer gewesen, zählt das nicht? Nee. Schade. Dann hätte ich euch alle schon abgefangen. Wow. Weißt du, was das Schlimme ist? Ja? Ich glaubte das. Was ist das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte? Ja, wenn ich irgendwie rausgefunden hätte, oh, da gibt's einen Bug, die Teammates zählen auch, ich hätte euch alle abgefackelt. Nice. Ich hätte mich gern geopfert, damit du deine Challenge fertig kriegst. Ich hätte mit Doc daneben gestanden, ich die ganze Zeit geheilt, um dein Leiden zu verlängern. Ja. Yeah. Ich erinnere mich noch an deinen Alveron-Stream, den wir im intern gemacht hatten, wo Rina von der Wolfsmutter zerfleischt wurde. Dann hast du sie wiederbelebt und sie wurde nochmal zerfleischt, dass sie wurde wieder zerfleischt. Das war einfach ein grausames Schicksal. Ja, Neverending-Story. Die Arme, ey. Ja, ich weiß nicht, Rina hat bei mir ja auch ständig verfehlt und dann auf Velek abgefärbt und so. Das war schon nicht so geil. Dann habe ich ständig die Orientierung verloren, aber dafür hast du mich ja dann dagegen rum gelotst. Logitastisch scheint wohl nicht da. Ah, doch jetzt. Ich lade mir mal das Lied runter, was hier im Radio gespielt wird. Ich kenne es zwar nicht, aber es klingt fetzig. Dankeschön. Ben.
Oh, Moment, ich höre immer ein Schildi. Hier war Ash. Und nur Ash. Ich war auch ein Schild. Ich hab sie gedownt, ich hätte sie killen können. Verhören können. Oh, hier auf der Treppe ist Fuse und der überlebt einfach alles. Fuse und Blitz. Blitz ist unten in der Kneipe. Thank you. You're welcome. Da kommt eine Treppe, da kommt eine Lohne hoch. Da unten Lohne. Oh mein Gott. Du hast sie geschafft. Sehr gut. Und den Bubble kaputt gemacht. Unten ist auch jemand. Verbrenn ihn. Los, hol den Judenbrenner raus. Was? War das ein One-Tap? Nee, war kein One-Tap. Hier beim Skifer die Bobble Queen. Ah, auf der Treppe, auf der Höhe, mittlere Höhe ist Skifer. Ah, Alter. He's sitting on stairs. Von den Drums kommt auch einer. Die hat, glaube ich, gehört, wie er Skiff ins Visier gegangen ist. Na. Das ist halt saulaut, das glaubt man manchmal gar nicht. Okay, nochmal random. Oh. Herausforderung angenommen. Weg mit dem Dreck. Oh. Nice. Boah, Alter, die Bahn wendet keine auf. So muss das. Gottes Plan war der letzte. Das ist ja gut. Dass der schon mal gescheitert ist. Gottes Plan ist das letzte. Hat sie nicht gesagt. Ich bin doch voll auf deiner Seite. Geil. Ah, nochmal hier. Okay. Das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte Ash verhören können, die war alleine. Aber wer rechnet denn damit, dass der erste Gegner, der beim Weg läuft, direkt alleine ist? Guck mal, wie gut ich dir helfen kann. Guck mal. Ist ja die Kante noch weg. So, das ist ja schön. Ey, voll Fünü. Was geht mit der Drohne? Die schwebte gerade. Macht mal jemand, stell die Wand zu, ich will noch. Ich mach. Was wolltest du mir sagen, Schnucki? Ich hab diesen coolen Widget-Skin, ne? Ja. Also, der Anzug ist mal relativ wurscht, aber der Helm ist halt so super cool. Oh, der SMG ist das, okay. Sieht man, dass ich hier eine Drohne verfolgt hab? Weiß ich nicht. Der ganze Raum ist hier. Der ganze Raum ist schon Asche. Nein, sieht man nicht, Daniel. Das ist gut. Hier kommt ein Schildi. Direkt hier bei mir, die haben gerade hier eine Kamera weggenommen. Wo bist denn du? Ah, da. Oh. Da rennt wer. Ich höre hier irgendwas rennen und ich sehe einen Laserpointer, das gefällt mir gar nicht. Hier ist Blitz. Der hat mich einfach nicht verfolgt und der hat mich sogar angeguckt.
Selber schuld. Nice. Also Merrick kann noch gefährlich werden und wo die anderen sind, weiß ich leider nicht. Das drin, Ash ist drin im Raum. Zum Raum, wie gesagt, also Nebenraum, diese Museum-Sache da. Nein! Die lebt noch mit einem HP. Hier ist er. Direkt hier auf Ping. Nice! Nice! Oh, Alter, mit der Boss G habe ich die getroffen. Die lebt noch, ey. Das ist aber abartig, oder? Hat man nur froh sein, dass sie nicht im Raum war, ey. Das wäre schlimmer geworden. Ja, ich war aber direkt nebenan, also ich hätte es schon vielleicht noch aufhalten können. Vielleicht. Ja, das ist natürlich jetzt finster. Ich glaube, ich hole mal als nächstes Flores. Ich habe echt mal Bock, bis dem zu spielen. Flores? Oh, nee. Flores ist cool. Der macht Spaß. Den spiele ich auch aber sehr gerne. Einfach ein bisschen Utility zerstören. Vor ein bisschen ist gut, die Dinger haben ja eine abartige Sprengkraft. Da kriegst du richtig viel mehr kaputt. Und ich kann schön ein bisschen Parkour mit den Dingern fahren. Was natürlich noch sehr, sehr praktisch an denen ist, ist, dass sie halt, du hast halt so viel Intel auch, ne? Ja. Ich habe auch gestern oder so im Ranked, vorgestern im Ranked war das, da hat einer seine Flawless-Drohne den Gang runterfahren lassen und ist mal sofort aus der Kamera raus, die fährt ja alleine weiter. Und dann kam der Gegner in die Ecke, wollte sich die holen, da. Das ist dann auf jeden Fall immer clever. Und gerade deswegen will ich mal halt auch wieder Flawless holen, einfach weil das so vielseitig ist. Das Einzige, was halt an Flawless scheiße ist, sind seine Waffenauswahl. Ja, die geht aber. Das ist schon okay. Gibt Schlimmeres. Ich sehe ein, dass die AR nicht die beste ist. Die Pistole ist aber in Ordnung. Ja, die Pistole auf jeden Fall, aber ansonsten hast du halt nur Thatcher-Ausrüstung. Ja, Thatcher ist ja. Thatcher und Buck. Ja. Thatcher spiele ich auch nicht gern. Also die beste Kombination an Spielern, die du haben kannst, ey. Thatcher und Buck. Kapkan. Das ist bloß Mute. Auch lustig war, wie noch nicht im Ranked einer, der Monty, der läuft hinter mir her. Ich plante und ich denke, er stellt sich vor mich und beschützt mich. Nein, er hat sich in die Ecke gestellt, hat sich angeguckt, wie ich geplantet habe. Sich davon ab, die Wand aufzumachen. Noch. Der ist tot, sehr gut. Oh, hinten links. Oh. Genau hier auf dem gelben Ping, genau auf dem gelben Ping sitzt er. Immer noch. Immer noch. Jetzt wird er gleich weglaufen, glaube ich. Ne, er sitzt immer noch. Er sitzt immer noch da. Skeem, er nimmt sich für voll. Jetzt, hol dir. Er sitzt da, guck in dein Loch, guck. Jawohl. Wow. Nice. Der wusste jetzt gar nicht, was er tun soll. Der war völlig verwirrt. Du hast so richtig die Fragezeichen über seinem Kopf gesehen. Ja, der dachte sich auch, er brennt in die Schulter plötzlich so, weißt du? Dafür ist halt wieder Zero perfekt. Der ist auch sehr, sehr stark und tatsächlich wird der auch relativ wenig gespielt, ne? Also, den spielen nicht viele. Random. Wir haben getauscht, Fini, wir haben getauscht. Jetzt bin ich Thatcher, du Monty.
Da muss ich echt sagen, solange die halt nichts Elektronisches haben, gewinnt Zero eigentlich immer. Wer hat noch seine Vorhaut? Alter, was geht mit dir? Haben wir so Vorhaut? Das haben doch bloß, was waren das? Männer? Wie heißt das gleich? Rabbis? Du meinst, wer sie nicht mehr hat? Ja. Juden. Und alle, ihr Juden haben keine Und Vorhaut. Und alle Araber. Und alle, bei denen es medizinisch notwendig ist. Genau. Also ich behalte es lieber gerne noch. Ich will mir das nicht vorstellen, wie das schmerzen muss. Ich glaube, man gewinnt sich an alles. Also wehtun tut's nicht. Ja, also laut meinen Eltern habe ich geschrien wie ein Spieß. Ja, kleines Kind halt. Es ist so, wenn du zum Beispiel eine Vorhautverengung hast, dann bist du froh, wenn die Scheiße weg ist, weil du mehr pinkeln kannst. Das stimmt. Aber bei mir war das früher zum Beispiel noch anders. Heute ist es so, da bist du halt Vorhaut weg und fertig. Bist also beschnitten im Endeffekt. Und früher war das noch so, wo ich noch klein war, da wurde deine Vorhaut nur gekürzt. Das heißt, du hast so eine Vorhaut, die du nicht ganz drüber ziehen kannst, sozusagen. Kann man jetzt auch ein bisschen weiter gemacht. Kann man jetzt gut finden, kann man nicht finden, keine Ahnung. Aber es ist halt, ist halt wie es ist. Was soll ich machen? Also, ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, nichts Peinliches oder sonst irgendwas. Wir können jetzt wieder Leute Vorhaut gesagt haben. Ja, mein Gott. Jetzt ehrlich, ist ja jetzt wirklich nichts Schlimmes. Sind alle erwachsen, oder? Der Stream ist eh ab 18, deswegen sind ja alle Zuschauer auch erwachsen. Was hab ich denn für einen geilen Waffenskin sich jetzt? Guck mal hier. Interessanter Themenwechsel. Oh. Der ist fancy. Könnte von mir. Oh, hier sind Steps. Hä? Was? Wie? Wo? Oh. Daniel, ich hab dich getroffen durch die Wand. Entschuldige, ich hab auf einen geschossen hier. Kapkan-Falle. Finde ich, hast du hier jetzt verstorben, ne? Aber ich bin doch Thatcher. Alles gut, hör mal. Ja. Machen Sie mal auf, junge Dame. Wäre voll lieb von Ihnen. Oh, fast tot. Wo denn? Im Raum. Mute. Du bist noch in einem Raum. Valkyrie ist im Raum. Nein, Captain ist im Raum. Ja, Valkyrie auch. Hier drüben. Wir sind alle noch hier drüben. Direkt auf dem Raum. Ist auch im Raum. Ja, hier. In der Ecke. Nice. Es ist. Aber es müssen Anfänger gewesen sein. Die haben Sirius so völlig ignoriert. Ey, Schinken, unsere Thatcher-Monty-Kombi ist. Alter, ich bin mit Monty MVP. Unsere Kombi ist schon nicht schlecht, Thatcher-Monty. Ey, das war schon richtig gut, ey. In beide Richtungen. Das Zeug so völlig ignoriert hatten. Ich konnte einfach alles aufmachen drin. Ich war schon lange nicht mehr MVP, aber noch nie mit Monty, ohne Scheiß. Oh, ich hätte gerne die Level gewusst von denen, ey. Also das war schon ziemlich witzig, die arme Valkyrie, die jetzt in der Ecke saß. Mein Gott. Ich meine, der Mute von denen, da war ja völlig lost. Ich habe keine Ahnung, wir hatten plötzlich einen Russen bei uns drin, glaube ich, der Capcan war da, glaube ich. Mute, Capcan und der Valkyrie war noch im Raum. Aber als Anfänger möchte ich nicht bezeichnen mit 6 Kills, also... Es war, Alter, ich hab's zweimal neben dann die Wand aufgemacht, da hat mich nicht bemerkt. Ja gut, das ist natürlich, Was soll man dazu jetzt noch sagen, ne? Das kann man nicht mehr schönreden. Und die anderen zwei halt, haben halt überhaupt nicht meine, Wie sind die Zero-Eye-Über-Dinger überhaupt? Keine Ahnung. Ja, die Zero auf jeden Fall die Zero-Gadgets. Nicht zerstört, ich konnte ganz gemütlich die ganzen Gadgets da drin zerstören. Ich muss jetzt erstmal wieder zu trinken holen. Du das? Also, wenn Zero noch ein Siegesanimation kriegt, dann hole ich mir auf jeden Fall. Zero und auf jeden Fall noch einen Verteidiger. Ich brauche einen Verteidiger. Random.
Vielleicht oh, nee! Daniel, du willst doch sowieso Tachanka spielen. Weiß nicht, ob ich das noch will. Doch, doch, du willst das. Ich brauche einen anderen Random. Shit, ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nicht drauf geachtet, welchen wir brauchen. Fuck. Kassiererbüro. Igel, weißt du zufällig, was wir noch machen müssen? Kills. Und Match gewinnen. Boah, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich hab's jetzt auch schon ein paar Tage fertig, deswegen. Ach so, du hast hier. Ja, toll. Ich weiß noch, For Hire ist noch Bug und noch irgendwelche. For Hire, was hab ich denn da gespielt? Ich weiß gerade nur echt nur noch Bug. Das ist das Problem. Du hast Doc gespielt, Schinken. Doc, ja, richtig. Aber der Doc. Ich hab. Nee, die Herausforderung, diesmal habe ich alleine im Rank gemacht. Ah. Okay. Also ich weiß, Bug gehört dazu. Ich meine, du hattest diese Heildinger und deshalb hast du Doc gespielt, aber. Hostage! Das war die Woche davor. Ah! Na, siehst du mal. Bin völlig durch. Ja, der muss ja vorsichtig sein im Band. Der wollte gerade einen C4 auf die Geisel werfen und hat mir fast einen Kopfschuss gegeben. Oh. Ja, er kannst du einmal killen und dann nie wieder. Das ist korrekt. Nein, Scheiße. Komm, lass mich da drauf. Lass mich drauf. Ich sollte meine Jäger-Gadgets mal setzen, ne? Wo kommt die denn her? Im Raum. Alter, Jägers Waffe ist so dreckig. Ich weiß gar nicht, warum die Leute die gerade spielen, ne? Links kommt Jekyll. Nein, oh! Scheiße. Und ab in die Frostfalter. Er ist down. Tod ist er jetzt noch viel besser. Da kommt noch einer. Glaube ich. Klingt so. Die IQ ist auf jeden Fall extrem low. Ist hier rechts. Ist hier an der Tür. Ja, ist drin, ja, ist drin. Da. Links am lasse Kopierer. Lasse kommen. No! Nicht auf die Sorte weiter. Wenn du Granaten wirfst, ne? Ja. Also das, entweder macht sie Kiste oder du dich geht völlig daneben. Das ist richtig. Der Schinken sagt immer, das ist ein Comedy-Programm. Mhm. Random. Oh, nee. Das war Pech. Oh, Warden. Krass. Ja, wenn ich schon mal zur Bank gehe, muss ich aber am besten Anzug anziehen. Oh, ohne Mist, ey, du wolltest gerade diesen Bandit halt unterstützen und du verreckt da mir direkt, ey. Oh. Ey, das ist so blöd. Ich hab den Jekyll, da seh ich den Kopf, ich schieß auf den und der dreht sich zu mir und er schießt mich einfach. Mm. Das ist gemein. Und dann siehst du in der Killcam auch noch, wie die Kugeln ihn vorher im Kopf treffen, weißt du? Richtig, keiner braucht Geld. Scheiß Kapitalismus.
bist zumindest in dem Raum, wir müssen hier kaum Daniel, was zumachen. Daniel. Aber für das ganze Geld kannst du dir doch hier so ein wunderschönes Nokia 3210 holen. Oh, eins? Ja, genau. Geil. Oh, da, nein, komm her. Oh Gott, ich habe die Drohne getroffen. Leute, mich bitte nicht zählen. Cool entdeckt. Magazin kaufen. Da ist einer am Fenster. Echt, die Drohne endlich gefunden. Wait, what? Wo kommen die plötzlich her? Sind durchgerusht. Die waren aus in der Küche. Ich hab Finca noch gekriegt und Jackal kam von hinten an mich auch noch getötet. Ich melde die jetzt, weißt du was? Das geht mir zu weit. Goddammit, ist wieder Haupthalle ist einer, rennt Richtung Aufzug. Es ist vorbei. Die haben die Geisel auf jeden Fall. Warum rennt denn der im CEO rum? Ich weiß nicht. Bannwelle. Nee, das heißt hinten durch. Ist vorbei. Palm, es muss ja wieder ausgerechnet die scheiß Blenderschlampe sein, ey. Ah. Boah. Iron Jesus ist heute echt auf meiner Seite. Fuck. Oh, warte mal, ich hab ja, jetzt ein bisschen Bock auf Dingsbums hier. Fuck. Apropos, ich hab doch den Dingsbums-Skin hier. Hier kommt Nöck mit ihren Bodyguards. Weil ohne Misser, die Scheiße hätten wir gewinnen müssen. Ich weiß nicht, wir sind da im Pub Office ziemlich überrannt worden. Das ist schon abartig. Die sind einfach reingepusht und. Und im Keller, die sind am Money. Ja, das war echt nicht lustig. Ja, vor allem, da rennen die einfach durch, also. Ja. No. Gischen haben wir schon. Runi hat man auch schon. Wow. Nice. Ja, na klar. Der Messer hat einfach durchs Schild. Du Hacker. In der Ecke ist jemand. Knock! Und ich krieg wieder direkt einen fucking Header! Oh!
Hier ist im Raum neu gerannt. Oder neu gesprungen. Ey, das ist so. Nice! Die Claimer! Yes! Die Claimer! Alter, was? Wie kommt denn die Runde gewinnen, ey? Ey, das war so ein Chaos-Run, ne? Ich finde es aber lustig, oh mein Gott, und beeindruckend, ja, dass der Cupguard mich einfach durchs Schild gemessert hat. Ja, das fand ich auch ein bisschen krass. Aber ich der ihn ist, bestraft. Aber der ist eh ein Hacker, eindeutig. Oh, da hat unsere Kamerad uns wieder geliefert, ey. So ein Depp. Ja. Aber der Legion, ey, der kommt direkt duff, weg war er. Das ist so schön. Vor allem hat der dich gehört und hat Panik gekriegt, weil ich das Lion-Ding wieder eingesetzt hab, ne? Mhm. Also, nein, anders. Er hat Panik bekommen, weil du kamst. Hat dann die Beine in die Hand genommen und deshalb hat ihn das Lion-Ding aufgedeckt. Aber das pisst mich an, ey. Ich krieg wieder direkt einen Header, ey. Musst du dich das nächste Mal ducken. Links, rechts, Lean-Spam. Ja. Links, rechts, ja. So ist es. So ist es. Jo, hier müssen wir direkt. Oh, hi, Kapkan. Arsch schief. Besser als mein Arsch gerade. Kapkan fallen mehrere an einer Tür, habe ich gerade gesehen. Ja, das ist ein Geschenk für dich. Hm, ich vergesse es bis dahin, renne rein. Alles klar. Also irgendjemand rennt immer auf jeden Fall, nein. Das können wir. Das können wir richtig gut. Naja, deswegen sage ich auch, irgendjemand wird reinrennen. Solange es nur bei einem bleibt, ne? So, ich klingel mal. Nice. Da ist ja einer. Ruf nochmal an. Oh, Mann. Kapkan ist im Hauptraum. No! Vorne sind die Team mit dem Laser in der Ecke. Nice. Ja, da war er. Er ist nach links gelatscht. Nice! Warte. Da war er. Hast du noch ein USA-Schild? Mhm. Da, direkt an der Wand ist er, direkt an dieser Metallwand. Nice! Nice! Ace. War das ein Ace? Ja. Juhu! Du darfst mir als einziger den Platz des MVP streitig machen. Ich meine, klar war das ein Ace, was denn sonst? Philipp, hast du jetzt gesehen? Du wolltest ein Ace sehen, das hast du eins gekriegt. Random. Ich nehme nicht random. Ich meine, ich weiß, was die wiederkommen mit dieser Flash-Bitch. Hast du nicht noch was anderes als C4? Nee, du hast noch Schild. Jetzt ist der Philipp bestimmt gar nicht mehr da. Hat mit der Ace-Gas verpasst. Oh. Selbst schuld. Ist sein Verlust, nicht unser. So kann man das aussehen. Ich feier immer noch unseren Chaos-Run von vorhin. Da fällt mir gerade ein, ich nehme ja die Folgen nicht auf. Das heißt, ich muss gleich die Highlights, die hier passiert sind, aus dem Stream holen. Lululu, Rüstung! Rüstung! Die Situation ist gerade.
Können wir hier bitte noch die große Wand zumachen? Nee, wir haben keine Wände mehr. Alter, was? Wo sind unsere Wände? Weg. Oh. Archiv ist komplett zu. Ja, hier, nehmen wir mal das. Und Vibe-Alarm. Es hängen da oben drei Gadgets. Vibe-Alarm. Ich glitsche mich noch dort drauf, dann bin ich auch dort oben mit meinem Gadget. Nein, durch die Wand, Alter. Ich bin so ein Hacker. Pepe. Oh Gott. Unten am Tunnel. Also ist der Kummer auf jeden Fall wieder mit Ling Ling. Hier auf der Treppe. Nice. Oh, Ling Ling. Rage Quit. Mamori wa banzen da. Die Geisel, was geht? Achso, die hat einen Dropper. Oh, fuck, Archiv. Wäre nicht zu cocky, ne? Wir haben Zeit. Magnet out. Liegt. Ey, Philly, Philly, das ist doch so geil. Ich schmeiß einen Vibe an, einen Frisbee. Du läufst an mir vorbei, das Frisbee prallt an der Erde und fliegt gerade nach oben an die Decke. Good game. Das ist auf jeden Fall. Oh, Alter, 9 Kills, ey. Wollen wir an der Stelle vielleicht aufhören? Ja, ich fürchte, das wird nicht besser heute. Das ist, glaube ich, wir haben jetzt echt starke Runden am Ende noch hingelegt. Ja, ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch eine Runde spielen, dann ärgern wir uns nur. Ja. Was guck mal lieber noch ein bisschen Hell's Kitchen. Yes, so sieht's aus. Ah, herrlich, ey. Und ich kann ja eben, ich kann mal eben noch die Highlights kurz zusammentragen, dann rendere ich mal eben raus. Ist easy. Ja. Ja, ich muss eh noch ein paar Folgen benennen. Ja, nicht nur das Ace, auch so ein paar andere Sachen, das war echt sehr witzig. Ja. So, dann gucken wir mal. Oh mein Gott. Auf, ja.